Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu unserem verrückten Weihnachten. Am besten einen Sack über den Kopf. Ja, weil die Frisur nicht so sitzt heute, oder? Nein. Heute schaust du irgendwie anders aus. Was ist mit dir passiert? Ich kann es nicht tun. Ich habe zu viel Senf gegessen. Ja. ja, heute ist Weihnachten und wir sind nicht wirklich in Weihnachtsstimmung. Deswegen hat Papa sich diese lustige Perücke abgelegt. Traurig. Keine Schnee, kein... Kein Schnee. Es ist immer 10 Grad. Kein Frost. Plus 10 Grad hat es heute. Kein Frost, mehr Frust. Ja. Traurig, dass kein Schnee da ist. Wie viel? Also wie soll der Weihnachtsmann kommen überhaupt? Über 10 Grad hat es auf jeden Fall. Ja, stimmt. Der kann eigentlich den Schlitten zu Hause lassen. Und kann... Er braucht Schlitten mit Rädern jetzt. Ja. Der Patrick passt auf die Luisa auf. Nicht du, na. Wow, was macht die zwei denn da? Wie stolz sie lacht. Genau. Was hat der Patrick? Hat der Patrick gemacht? Oh, was hat die Luisa? Was hat die Luisa gemacht? Oh. Mein? Ja, mein. Magst du gerne malen? Ja, mein. Mann. Luisa, du musst mehr Farbe nehmen. Ja, das hat man auch. Ist das schön? Ja. Sie ist so süß. Hasta luego, amigo. Buonasera, señorita. Was ist das denn? Mama. ¿Qué tal? Macht nichts, hat sie. Hast du dich angemacht? Wow. Das hat Luisa gemacht. Das sieht aber cool aus. Was soll das darstellen? Keine Ahnung. Kunst. Das ist Kunst. Frischhaltefolie haben wir, oder? Ich mach das. Kekse backen. Jetzt was? Nein, ich hab so, mein Plan schaut so aus. Ich back jetzt ich bereite den Teig vor. Der muss ja dann eine Stunde in den Kühlschrank. Und in dieser einen Stunde gehe ich nach unten und backe. Und backe. Das ein, ihr wisst schon was. Ja? Jetzt sind mir noch gar nichts eingepackt und wir haben schon 24. Ja. Also heute ist der 24. und noch gar nichts eingepackt. Hey, hast du mir Eier geklaut? Fette Eier. So, also Baba, geh mal Fred, ich muss mich hier konzentrieren. Geh kochen. Papa macht wieder Sauerkraut und später machen wir noch so. Das war zu kindisch. Was? Das war zu kindisch. Ah, nein. Aber das mit der Perücke war richtig real. Das war Erwachsenen. Erwachsenenkost. So. Kann ich meine Mucke einschalten? Gut, schalte deine Musik ein. Mal, was der Papa hier Schönes macht. Hier ist sein Sarmakraut. Da schneidet er sich immer so eine Scheibe. Nein, so eine. Wie nennt man das? So eine Folie. Eine Folie. Ja, keine Ahnung, so eine Haut. Kraut. Krauthaut. Ich habe Kraut enthäutet. Schlangenkraut. Und das ist das Fleisch. Da drinnen ist. Das sind diverse Gewürze. Heute die Schlange. Knoblauch, sage ich schon. Zwiebel und Reis, ungekocht. Und das sind diese Sarma. Das ist das Endprodukt. Naja, das Endprodukt, das muss noch kochen. Also nicht, dass ich denke, wir essen das jetzt so. Sondern das wird dann hier im Töpfchen gekocht. Hier wird es so übereinander gelegt. Dann kommt noch so Tomatenmark und Wasser. Und dann muss es 1,5 Stunden kochen, oder? 90 Minuten. Yes. So, meine Lieben, ich bin jetzt hier in Patricks Zimmer und habe hier den magischen Schlüssel. Ich werde jetzt nämlich gleich in dieses Zimmer gehen, wo wir die ganzen Spielsachen versteckt haben und die alle rausholen und einpacken. Euch zeige ich jetzt
jetzt noch nicht. Ihr könnt aber die Spielsachen dann eh am Abend dann sehen, wenn wir sie öffnen. Und ja, auf jeden Fall, ich bin jetzt mal hier ein bisschen beschäftigt und ich melde mich später. Und der Beef hat sich hier reingekuschelt. Alles klar. Ich sag's euch, ich habe jetzt 2,5, fast 3 Stunden Geschenke gepackt. Also ich bin richtig durch. Ich bin richtig fertig mit meinen Nerven. Essen ist aber fertig, deswegen gehe ich jetzt schnell rauf und dann essen. Da hat sich die Familie aber kuschelig gemacht, hm? Den Fernseher aufgeholt. Das ist cool, Lara. Ich will da schauen. Ja? Und das ist das Essen. Bitteschön. So schaut es aus. Wir halten es ziemlich simpel. Hungrig, Papa? Bärigen Hunger. Was ist, Michael? Nichts. Michael möchte unbedingt rausgehen, spazieren, oder? Warum? Möchtest du gesehen gehen? Ich kann den Film nicht sehen. Schatzi, kannst du bitte den Geschirrspüler einräumen? Wir backen jetzt Vanillekipferl. Jetzt schaut ihr das Licht an. Kennt ihr schöne Bescherung von den Griswolds? Die Luisa ist wach. Yes! Wir backen trotzdem ein paar Kekse, Michael. Der Papa ist jetzt beleidigt, weil er den Geschirrspüler einräumt. La 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 la. Hey! Danach darfst du dich uns anschließen, Papa. Was habe ich? Vanillekipferl. Gehen wir dann mit dem Auto fahren? Ja. Ja? Ja. Ja. Regnet ja, deswegen kann man nicht spazieren gehen. Aber die Küche, die sind viel zu dünn, Schatzi. Hübsch. Was ist das, was ich für einen Hans? Bein. Wurscht. Nein. Das schmeckt man nicht. Das sind sicher nur die schönen. Ich erlaube es. Nein. So, meine Lieben, wir sind jetzt so einigermaßen fertig. Also die Kekse sind schon mal fertig, zumindest ein Teil davon. So unorganisiert wie dieses Jahr waren wir noch gar nicht in allem. Wie schön das aussieht. Das haben wir aber nicht heute gebacken, das ist von gestern. Das haben wir gestern gebacken. Und wir sind so müde und fertig und wir haben noch nicht einmal die Geschenke. Nichts haben wir gemacht. Was haben wir? Bist du verwirrt? Bist du da? Ich bin müde. Ich bin auch voll müde. Lisa, gib mir Socken anziehen. Ja. Ein Glas Milch? Ein Glas Milch müssen wir herrichten. Ja. Aber und Kekse. Das hat der Blinde. Hey, hey. Komm, schnell Socken anziehen. Das ist mein Bett. Das ist mein Bett. Schnell sauber machen, damit der Weihnachtsmann ganz viele Geschenke runtergeben kann, oder? Aber du musst jeden Tag machen, weil der sieht dich jeden Tag. Echt? Und dann? Ja, ja. Und dann kriegst du ein Geschenk. Jeden Tag? Am Ende des Jahres. Oh. So, zeig mal, die Lara hat schon Kekse hingestellt. Warte kurz. Oh. Ach, Entschuldigung, Sophie, dein großer Kopf. Du musst dir auf. Nein! Hey, das ist für Weihnachtsmann. Ich schreit dir nichts an, macht dir Angst. Oh, hey, Entschuldigung. Komm. Luisa, nimm dir eine. Komm. Hast du hier oben keine? Nein. Geh weg, Lara. Lass dir eine nehmen, ihr könnt einen neuen. Ein gebrochen. Ein gebrochener. Bravo. Lara, hol einen neuen Keks für den Weihnachtsmann. Lara, Lara, lass. Die Lara nimmt sich auch noch einen, oder? Hol noch einen Keks, Lara, schnell. Ich freue mich schon auf Keks. Patrick, zieh deine Schuhe an. Ach so. See you later. Wir gehen nämlich übrigens spazieren. Patrick, zieh erst auf die Parkschuhe. Warum gehen wir spazieren? Ganz schnell! Papa, uns ist wie ein Irrenhaus. Wie immer zu Weihnachten. Ja, kein Wunder bei so einem Papa. Geh mal! Ja! So, wir haben jetzt die Kinder rausgeschickt. Wir gehen jetzt kurz. Das ruht aus. Mach das nicht aus. Ja, aber wir sehen ja dann gar nichts. Gott sei Dank schaut die Lara nicht unsere Videos. Gott, sieht man eh nichts. Dieses Jahr machen wir einen kleinen Spaziergang mit dem Auto. Zu den Schlitten sehen? Ja? Kannst du ihn sehen? Papa, schau, der Schlitten. Siehst du diesen Rauch? Schau. Oh. Geh mal schnell rein. Vielleicht war er da. Oh mein Gott. Du musst schnell ausziehen. Du musst schnell ausziehen, ja. Schokolade. Was hat sie denn da? Schokolade.
Warte, Mono, Mono? Ich weiß nicht. Nein, irgendwas Papier. Okay. Warte, Lara, warte. Warte. Du musst schnell alle hier die Schuhe ausziehen. Die Jacken am Boden schmeißen. Michelle, warte. Ich will meine Schuhe ausziehen. Hier, habe ich gesagt. Achso, hier. Hier alle Schuhe. Beeilt euch, ja? Warte, warte, warten wir auf alle zusammen, okay? Schon die Lara ist um. Die Mama will uns die Spannung geräuschen. Warte, warte. Ja, die Luisa ist noch nicht ausgezogen. Warte, schon die Luisa. Sophie, warte, warte, Sophie. Schuhe ausziehen. Warte, noch nicht? Ja. Noch nicht? Und? Warte, warte. Jetzt, jetzt, jetzt. Wow. Schau die Luisa. Luisa, wow. Warte, Luisa, warte. Mama, hilft dir. Helft ihr, ihr müsst... Die Mama hat ein richtig fettes Geschenk. Wow, die Mama war auch richtig brav. Wow, was hat denn der Patrick bekommen? Oh mein Gott. Schau mal, die Luisa macht schon... Lara, Lara, das ist deins. Da steht Lara drauf. Ich will schon keine andere. Keine Hilfe. Ich bin sicher, das ist eine Klammer. Was? Ich schau mal weiter, was ist. Mach auf, Lara. Ich schau mal, was ist das? Eine Bauchtasche. Ja, der Bati holt sich seine schon raus. Aha. Das ist für Michelle. Ihr müsst lesen, Kinder. Was? Das ist dein Fall. Da steht Patrick auf. Warte, Lara, Lara. Helft ihr bitte der Lara, helft ihr der Lara, helft ihr der Lara. Schau, ganz entspannt. Lara, schau, das ist deins. Machst du das auf? Ja, ja, ja. Luisa, was hast du denn da? Ein Baby. Ein Baby? Was hat die Lara? Oh, was hat denn die Lara da? Ah, das ist ein iPad. Was? Ich hab Socken gekriegt. Hat die Lara ein iPad? Das ist Luisa. Oh mein Gott. Das ist auch für die Lara. Oh mein Gott, das ist ja für Luisa. Komm, Patti, jetzt mach mal auf. Das? Wow. Was hast du gekriegt? Nein, das ist deins, Lara. Da steht doch Lara drauf. Oh mein Gott, das ist... Was, endlich? Mama, was steht da? Lara. Na, Luisa steht da, Luisa. Lara steht auf dem einen mit dem Schnee. Da, ja, ja. Wow, was ist das denn, Michelle? Ein Pennyboard? Das ist für Luisa. Das ist für Luisa. Oh mein Gott. Michelle, das muss man wegschneiden. Das kann man nicht so runtergehen. Was hast du bekommen, Lara? Eine Anna. Die Sophie hat den Knochen bekommen. Zeig, zeig mal, dreh's mal um. Schau mal, Luisa, das ist auch da steht Lara, ja? Was hat die Luisa bekommen? Holzbinder. Wow. Das ist wirklich Sophie. Patrick, ah, Socken, langweilig. Elsa! Ausziehen, Papa, ihr ist heiß. Papa, Papa, Mama. Hey, wie viel ist auch das? Ja, das ist auch das. Wow, Michelle, schau. So, was machst du? Das ist Lara. Ja, danke. Damit die Michelle guckt. Was ist das, Michelle? Was könntest du da bekommen? Was ist das? Was hat der Patrick da bekommen? Ich hab's gewusst. Ein iPad! Und der Patrick. Woher hast du es gewusst? Ja, von der Form. Was ist das denn? Papa, oh mein Gott! Yeah! Bravo, Lisa, du hast es ausgepackt. Ja. Wow! Wow. Das ist die Luisa, schau mal. Meine Anna! Oh. Anna und Elsa hast du, wa? Das hat die Luisa noch da, schau mal. Ja. Oh, Luisa, Lara, so süß. Pinsel zum Malen. Mach mal nachher, Schatz, wenn ich die nicht gefilmt. Ja, ich kann jetzt nicht, weißt du? Ja, das ist deine alte Schule. Ja. Pinsel! Das haben
Luisa Bibi gezeigt. Ah, wirklich? Stimmt. Und das ist auch zu Luisa. Papa, was kommt mehr? Was hat mehr? Gib sie mehr. Mama, Luisa ist da. Mama, Luisa, Lara. Sind das echt der Gott? Ja. Schau mal, die Luisa kann auch aufmachen, was? Sehr gut. Mama. Ja, das ist Mama. Luisa, ich bin gleich Luisa. Eine Barbie? Eine Barbie? Papa, Papa. Eine Elsa. Wow, jetzt hast du Elsa und Anna. Nur Elsa und Anna, eine Barbie und Anna. Wow. Papa, ich kann mich mal helfen. Eine Babyformpuppe. Die Luisa, Lara. Was ist das? Ja. Ein Baby, ein kleiner Babyball, ja. Eine Annabelle. Eine Annabelle. Oh. Sie will sie da rausholen. Ja. Warte, warte, warte. Warte, Papa macht das auf. Okay? Aber ich kann noch jemand helfen hier. Ja, Lara, der Patrick hilft dir mit dem iPad. Ah ja! Kekse auch? Kein Kekse gegessen, ein Kekse nicht gegessen. Er hat nur einen, weil war er schon voll. Von so vielen Kindern. Oh. Wow, Luisa, schau, Papa. Oh. Was brauchst du denn für Hilfe? Mit dem iPad? Ja, das macht der Patrick. Oh, was hat denn der Patrick hier für einen coolen Fernseher? Hm? Der Patrick muss aber richtig brav gewesen sein, dass er den bekommen hat. Schick BVB-Partner sogar. Stranger Things! Ja, Patrick, müssen wir gleich unten installieren, oder? Der ist sicher zocken bestimmt anders cool, oder? Chromecast Built-in. Mega. Ein HDR 10 ist es sogar. Heftig. Richtig cool. Bin auf jeden Fall gespannt. Wow, was hat er denn geschrieben? Oh, frohe Weihnachten. Wow, das ist aber lieb. Lieber Michel Weihnachtsmann, dankeschön. Zeig mal, was schön hat er das gezeigt. Nur das? Oder ist da was zum Lesen? No, danke, Michel. War sehr schön. Sehr lieb von dir. Diese Fischer sehen, wie sie mit ihrem Knochen da hinten kämpft. Wieso ziehst du die Puppe aus? Sie zieht immer die Puppen aus, die Puppen nie ausziehen, ja. Danke. Bitte. Aber ich will mal schauen, was der Papa bekommen hat. Komm mal, ich habe Stress. Oh! Na, mach zuerst das Große auf. Okay. Oder mach zuerst das Kleine auf. Ah, entscheide dich mal. Lara, komm her. Na komm, Mama, mach die Spannung. Ja? Mach die Spannung nicht so. Können die Kinder sitzen alle da? Wer ist mehr neugierig als ich? Na komm, mach schneller. Haare. Dreh mal um. Lies mal drauf. Das ist eine Haarbürste. Das ist eine Haarbürste. Nein, das ist für ein Haarglätter für Bart. Ach so. Dann ist der Bart so ganz. Baba, dann ist er nicht mal so wuschig. Dann ist er so nach unten. Hier ist ja auch ein Glätter. Man kann es auch für Haare nützen. Haarbürste. Wenn du es nicht haben willst, können wir mit dem Weihnachtsmann reden. Das hat er nicht gehört. Was ist, Patrick? Blinzelst du den Fernseher rüber? Ja, Papa, was sagst du jetzt? Jetzt bist du aber begeistert. Ich hänge dafür im Badezimmer. Nein. Es ist eine Bürste. Aber das kann, wenn du es nicht haben willst, wir können es dem Patrick auch geben. Schau, da kann man seine Haare voll cool damit aufstellen. Man kann seine Haare damit voll cool aufstellen. Kann ich die haben? Ich kann mein, das ist mein Geschenk. Ich kann sie auch verwenden. Ich will haben, Mama. Komm, Papa, next. Papa. Nein, nimm das Große. Papa. Oder gut, nimm das Kleine, Papa. Nimm das Kleine. Das behalte ich für mich. Michel, vielleicht willst du Papa haben. Das behalte ich für mich. Das ist mein Geschenk. Der Papa, aber... Hey, tut sie bitte nicht streiten. Eine Maus. Wow. Eine Maus. Nein.
Nein. Papa. Nein. Nein, das ist nicht normal. Ich will nicht normal. Das ist voll schwer. Ich weiß es. Nee, komm schon, Papa, mach das. Ja. Das ist voll schwer. Ja, schrei nicht so. Ja, mach auch für Baba. Komm, Baba! Baba, ist das ein Computer? Ein Computer, ey. Baba, gefreust du dich gar nicht? Mama, Laptop. Okay, Spoiler-Alarm. Spoiler-Alarm. Baba hat Stress. Baba. Was magst du haben? Was willst du da, Luisa? Das war jetzt voll gut, aber das reicht. Das war der Weihnachtsmann. Für Bart. Diese Tür ist die vom Bart. Aber dein Gesicht ist drückt bei der Maus. Was brauche ich denn die Maus? Machst du mein Geschenk auf? Ich will auf. Oh, was ist da drinnen? Was ist da drinnen, Luisa? Das ist Mamas. Ja, die Mama weiß, was das ist. Die Mama hat sich ja die Geschenke selber. Gekauft. Mama, ja. Überraschung, Mama. Oh, schau mal, was ist da drin, Lara? Ein ja. Mama, ein Mixer. Mama, ja? Das gehört mir. Magst du auch eins aufmachen? Wow, was hat die Mama bekommen? Hast du die Aua gemacht? Der Papa stresst immer noch rum. Ein Klamotten. Ich mach auf, Michel. Was kann denn da wohl drinnen sein? Eine Hose. Oh, eine Nike-Jogginghose für die Mama. Ja, Mann. Und Patrick, was sagst du zu deinem Wireless-Headset? Was irgendwie? Meins war schon am Arm. Ihr Kinder. Mama. Das ist für Lara. Danke, Mama. Mama. Ist das für dein oder? Rombo. Nein, das ist nicht dasselbe. Das aber steht, was steht Rombo. Ja. Rombo steht da? Rombo. So, was glaubt ihr, ist da drinnen? Da ist irgendwas. Ja, das ist auch auf der anderen Seite, oder? Nein, das nicht. Brauche ich nicht. Also, 1, 2, 3, die Mama macht auch mal ein Geschenk auf. Also, das ist nicht zu dir, oder? Ja. Ein Roboter-Staubsauger. Oh mein Gott, ist das nicht? Das sind sicher, Mama, das wird. Ich hau einmal ab, Baby. Meine Sachen. Oh. Gib dem Baby auch einmal. Papa! Papa! Lara, warte kurz! Der Papa ist gestresst. Und Papa, warte! Lara, wo ist der Papa? Das ist ja alles. So, machen wir jetzt mal die Papieren weg, oder? Würde ich mal sagen. Tschüss! Ja! Ja, sie. Soll die Mama aufmachen? Ja, sie spielt so schön. Ich habe aber die Lara liebt ihre Elsa und Anna. Ja. Kannst du die Barbie Elsa Anna auch aufmachen, Baba? Warte kurz. Und dann noch das. Hast du ein Messer, Schatzi? Babybett. Schaut mal, wie die Kleinen hier spielen. Mama, ein Babybett ist das. Ja, ich finde es so toll, dass die Kinder dann zusammenspielen. Ist das toll, Lara? Mhm. Ja? Ein Babybett. Spielst du dann mit der Luisa zusammen? Ein Baby. Ja. Ein Babybett und zwei Mädchenbett. Sehr gut, das freut mich. Und ein Katzenbett. Ein Katzenbett, auch cool. Na schau mal, Lara, wir können dann auch Activity spielen mit dir. Freust du dich? Hallo. Entschuldigung, Lisa, Entschuldigung. Ich habe ihr Spiel hier. Lisa, du musst gelb zu gelb. Das passt nicht. Hier, das Gelb. Hier, hier. Ja, sehr gut. Oh, ist umgefallen. Ja. Müssen wir am Tisch spielen eigentlich? Ja. Ja. Gelb zu gelb? Ja. Ja. Und was hat denn die Sophie da? Hat die Sophie auch was? Ich nehme deinen blöden Knochen schon nicht, Sophie. Ach, das ist schön. Die großen Kinder sind alle unten jetzt. Das sind die großen Kinder? Und die kleinen Kinder und ein großes Kind oben. Ja. Und die Farbe auch da unten. Wollt ihr mit den Farben malen? Mit den neuen Pinseln? Toto! Ich will nicht. Du willst malen? Toto! Was denn? Oder wollt ihr Plastilin spielen?
Du magst mit Playmobil Haus spielen? So, ich muss mal schauen. Ich glaube, die Jungs installieren gerade den Fernseher. Seid ihr gerade mit dem Fernseher am Hantieren? Wow. Ach, das ist wirklich sehr schön, ja. Da ist gar kein Platz mehr. Warte, du musst zuerst die Folie runtergeben. Hallo. Der Junge. Ungeduldig erst. Wow, ich liebe es, die Folien von neuen Geräten abzumachen. Ja, dann. Gönnung. Batikia ist auch noch. Hier geht's weiter. Achso, da geht's noch mal. Ja. Da ist ganz so. Das ist aber. Schau, ja. Das ist auch. Wow, ich liebe es, Folie abzumachen. Really nice. Richtig in Entspannungstherapie, echt. So, Baba. Mega geil. Warte, gib her. Ist da noch? Oh mein Gott. Oh, holy. Du brauchst gar nicht mehr da sitzen beim Zocken. Der Bart ist immer da gesessen. Jetzt kannst du da im Bett liegen. Ja. Oh mein Gott, schalt ihn ein. Schalt ihn ein. Okay. Wo ist die Fernbedienung? Ich hab keine Ahnung. Ja, ihr habt sie noch nicht einmal an Strom angeschlossen. Schau mal, Bob, schau mal, wie klein dieser Fernseher ausschaut. Der alte Fernseher? Stimmt. Der neue Fernseher. Der ist ja schon groß. Wie ein kleiner Junge schließt er jetzt alle seine Geräte an, Playstation und ja. Seine Spielsachen, seine große Jungs-Spielsachen. Und ich habe auch einen Rabattcode für euch, weil dieser Fernseher, den habe ich von einem befreundeten YouTuber, der solche Fernseher vertreibt. Also schaut unbedingt in die Infobox, da könnt ihr euch auch so einen Fernseher holen. Und ich habe auch einen Rabattcode für euch. Aber unten in der Infobox findet ihr alle Links direkt. Rabattcode steht alles und ja. Voll cool, man kann sich direkt übers Handy anmelden mit Google Mail und dann hat man gleich seinen Google Account hier, was richtig nice ist, und dann kann man alle, also ist man gleich direkt im Google Play Store. Das geht auch richtig schnell jetzt, oder? Oh mein Gott! Mein Spielzeug mal einweihen. Die Sophie ist ein bisschen. Oh nein, Sophie! Sie hat Angst, dass sie den Knochen klaut. Oh! Sophie! Ja, wer ist dieser neue Hund? Ja, das ist hier im Haus. Na, geh mal kurz weg. Er fährt jetzt mal eine Proberunde. So. Aber der fährt richtig präzise, Papa. Der lässt hier nicht, der macht keine großen Bögen. Der fährt richtig gut. Magst du mal gucken? Einfach mal gucken. Okay, da müsste er. Auf diesen fetten Chip, mal schauen, ob er den hat. Er hat den genommen. Er hat den großen Chip genommen. Achso, mit den weißen Ding. Mit denen bürstet er es zurecht. Oh mein Gott, er ist auch so eine Bank, weißt du? Da komme ich nie ran mit dem, auch mit gar keinem Staubsaugen. Oh Gott! Was ist das? Wo ist er? Wo ist er jetzt? Ah, da! Die kleinen Mäusis spielen so schön hier. Sind ihr schön? Ja! Das ist schön! Ja! Die Sophie hat auch ihr Geschenk. Oh, schaut euch mal, mein Geschenk macht sauber für mich. Das ist das schönste Geschenk ever. Du hast deine Sklave bekommen. Ja, wuhu, ein Sklave. Der will auch nichts zum Essen, kostet nichts, hat ein bisschen Strom. Meckert nicht. Der meckert nicht, sehr gut. Ja, meine Lieben, ich werde mich jetzt auch fertig, also abschminken und werde ins Bett gehen. Und jetzt ist das selber. Überdreht sind die Kinder.
Ja, ich werde mich auf jeden Fall von diesem Vlog jetzt verabschieden und wir werden jetzt eine kleine Pause machen. Also ich werde jetzt bis zu Silvester nicht mehr vloggen. Das sind jetzt quasi eine Woche. Aber es werden zwei Videos. Oh Gott, das ist doch mein Screen. Also ihr seht quasi, wenn ich das... Also nach diesem Video kommt dann kurz mal nichts und dann kommt Silvester. Und ja, ein bisschen Urlaub für mich quasi. Oder für uns. Sophie hat sich auch schon an ihn gewöhnt. Ja, mein Jodilein, ja. Ja. Tschüss, meine Lieben. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann zu Silvester.